Moin, meine Freunde, falls ihr schon immer mal beim Fortnite Roleplay Video von mir dabei sein wolltet oder einfach mal bei einem Kurzfilm etc. mitmachen möchtet, Freunde, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo da, aktiviert die Glocke und liked das Video auf Ehrenbruder-Basis, Freunde. Mich würde es wirklich richtig krass freuen, wenn wir heute 500 Likes auf das Video schaffen. Ansonsten, Freunde, schreibt einen netten Kommentar und was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist, joint jetzt in meinem neuen Discord-Server, denn dort werde ich immer versuchen, die Leute dann herauszusuchen, die bei meinen Videos da mitmachen können. Und ja, Freunde, ich würde sagen, gönnt euch das Video jetzt bis zum Ende, es ist mega, mega geil geworden. Let's go! So, weil ihr die binomischen Formeln satt haben, werden wir einfach heute suchen und verstecken in dieser Schule. Ja, ich will suchen. Ja. Okay, dann nimm bitte hier diese Waffe, damit kannst du die Leute erschießen. Okay. Boah, damit habe ich auch so. Ey, Tata, ich werde dich als erstes finden, sag ich dir ganz ehrlich. Nein, bist du nicht. Doch, natürlich werde ich das. Und jetzt ab auf deinen Platz. Okay, Herr Lehrer, darf ich dann jetzt suchen? Ey, ich verstecke mich auch, okay? Okay. Okay, dann versteckt euch Schüler, ich suche euch alle und dann machen wir jetzt eine richtig geile Runde suchen und verstecken in der gesamten Fortnite-Schule, okay? Okay, für die Schweinebacke, Ami. Okay, ich zähle dann jetzt 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30. Versteckt sein, sonst knall ich euch ab. Ihr müsst jetzt alle versteckt sein, Leute, sonst werde ich euch finden. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir schauen erstmal in dem Klassenraum hier nach, hier in dem neuen. So, ist hier irgendjemand? Hier oben ist nichts. Okay, hier ist schöne Musik. Hier ist ein Mülleimer. Ah, Timo ist hier. Timo, ich hab dich. Ah, das ist ja gar nicht. So, wir schauen mal weiter. Ne, hier ist nichts. Dann schauen wir mal weiter, Freunde. Eventuell finden wir irgendwo anders hier, ja, die Leute. Also hier oben kann ich mir nicht so gut vorstellen, dass hier irgendjemand ist. Aber Leute, falls ihr mich jetzt hört, ihr dürft auch nicht laufen, ne? Ihr dürft nicht laufen. Okay, die sollten mich alle gehört haben. Ist hier hinten irgendwo einer? Nee, okay. Wir schauen mal hier vorne nach. Ey, die haben sich alle so gut versteckt, Mann. Die denken auch, es geht. Ich glaube, der Lehrer meint irgendwie, es geht um eine 1 in Mathe. Deswegen verstecken die sich alle. Was für Leute, Mann. So, wir schauen mal nach. Hier ist keiner, Leute. Oh, nix, was fährst du da? Was ist das für ein Versteck, Bro? Ja, Digga, das ist das krasseste Versteck. Ey, das ist gar nicht. Das ist echt richtig geil, Bro. Ich hab dich leider gefunden. Du musst zurück in die Klasse gehen. Geht trotzdem GGs an dich, Bro. So, wir suchen mal weiter. Ist hier hinten irgendwo ein. Also, ich muss sagen, Onyx Versteck war echt kreativ, Mann. So, wir gucken mal weiter. Hier hinten ist auf jeden Fall niemand. Mal schauen, ob hier hinten irgendjemand ist. Ey, ich weiß auch, dass hier nicht irgendjemand versteckt. Nee, hier ist leider keiner. Ich glaube, die ganzen 31er verstecken sich alle hinter der Schule, weil hier ist irgendwie keiner im Schulgebäude. Dann schauen wir mal auf dem Parkplatz nach. Ich glaube, ich habe hier auch keinen übersehen, der sich jetzt wirklich hier drin versteckt hat. Also in den Büschen, ich hoffe, das wissen die alle. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man sich da versteckt. Aha, wen habe ich denn da gefunden? Wer bist du denn? Ja. Da kannst du dich nicht so gut verstecken. Na, Wurst, ab, zurück in die Klasse, Mann. Zurück in die Klasse, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe dich erwischt. Keine Eins für dich. So, wir suchen mal hier weiter. Auf dem Pausenhof. Ist doch safe irgendwo einer auch oben, oder nicht? Ich frag mich echt, wo sich mein Lehrer versteckt hat. Der ist ja immer der Kreativste, was das angeht, weil der hat die Schule ja gebaut. Hm, hier hinten ist keiner, okay. Hier ist auch niemand. Hä, wo sind die denn? Die müssen in der Schule sein. Zwei habe ich gefunden. Wir sind, glaube ich, 8 Schüler in der Klasse gewesen. Also 2 von 8 sind schon mal safe. So, wir schauen mal nach, ob wir hier hinten im Busch irgendwo einen finden. Ich würde sagen, wir knallen da einfach mal rein. Vielleicht treffen wir ja einen, auf gut Glück. So, ich schau mal jetzt. Ach, hier im Busch kann ja gar keiner sein. Aha, wen sehe ich da? Zeno, was machst du hier im Busch? Ja, ich habe dich gefunden. Ab in die Klasse, Mann. Easy. Ah, und wer ist da oben? Das ist doch Timo. Timo, ich hab dich. Du von der Schweinebacke-Army. Du kannst dich da oben nicht verstecken. Ich sehe dich. Komm runter. Timo, ab in die Klasse, Mann. Ab in die Klasse, sag ich dir ehrlich. Das war easy. Ich habe dich easy gefunden, Herr Schweinebacke. Okay, also, wir haben den. Wie viele sind noch versteckt? Den Lehrer müssen wir noch finden. Ich frage mich echt, wo der ist. Vielleicht, wir haben irgendwas wahrscheinlich übersehen, ne? Richtig im Lehrer. Ah, der Lehrer ist doch safe im Lehrerzimmer, oder? Schauen wir hier drinnen nach. Hm, hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Hier. Aha, Tata, was machst du da in der Ecke? Oh nein. Wie hast nein? Hast du schon andere gefunden? Ja, ich glaube, du bist die Vorletzte sogar. Also du hast schon richtig lange überlebt. Aber ging auch besser. Ne? Einfach hier im Lehrerzimmer. Ey, sei mal ehrlich, komm. Ich sag, ich gebe dir einen Tipp. Also warte mal. Schau mal, wie man das so. Wenn du mir sagst, wo sich der Lehrer versteckt hat, dann lasse ich dich einfach und sag zu den anderen, dass ich dich als Letztes gefunden habe, okay? Ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Tut mir leid. Sicher? Ja. Ja, okay, dann. Okay, du bist keine Snitch, dann geh zurück in die Klasse. Na los. Okay, also irgendwo muss noch der Real Ukrainer sein. Den müssen wir auf jeden Fall finden. Ich gehe mal in die Klasse und guck, wen wir alle schon gefunden haben. Und dann gehe ich nochmal runter. Ey, was macht ihr hier auf dem Flur, Mann? Ihr seid in die Klasse, was soll das? So, ich schau mal in der Klasse nach, mal gucken, ob die da alle sind. Ich guck mal, wen ich alles schon gefunden habe, weil ich habe nicht so wirklich den Überblick. Und ich muss ja auch wissen, wen ich alles gefunden habe und wen nicht.
Ich glaube, Tata hatte ich gefunden. Ich hatte Zeno gefunden. Ich hatte den Timo gefunden. So, ich guck mal nach. Aha, ihr seid schon alle in der Klasse. Was macht ihr? Okay. Du bist sauer, weil ich dich gefunden habe. Nee, sorry, keine 1 für dich, Bro. Da wird es halt wieder die 4 dieses Jahr. Kann ich nichts dafür. So, also der Lehrer fehlt und der Tayo fehlt. Stimmt. Okay, die werde ich auf jeden Fall noch finden. So, ich werde die jetzt auf jeden Fall finden. Ich werde... Ey, was eigentlich, wenn ich den Lehrer finde? Gibt er sich dann eine 1 selber? Ich werde auf jeden Fall den Lehrer vor Tayo finden. Ich gönne wenigstens Tayo noch die 1. Okay, ich suche jetzt mal den Lehrer. Der muss hier irgendwo hinten doch sein, Mann. Irgendwo hier kann der doch sein. Ich schaue mal hier im Gebüsch nach. Vielleicht ist er hier ja irgendwo. Ist hier doch safe irgendwo, oder? Okay, hier auf der Straße ist niemand. Hinten bei der Höhle kann man da rein. Nee, komm mal. Ich höre jemanden steppen. Wer steppt hier? Hallo, hallo, rauskommen. Ich werde dich finden, Mann. Ich werde dich finden. Wo bist du? Du hast mich nicht gefunden. Herr Lehrer, ich habe sie genau gefunden. Was machen Sie da? Wie sind Sie denn gekommen? Ich kann fliegen. Herr Lehrer, kommen Sie jetzt raus, Mann. Was? Okay, ich komme. Sieh mal mit Ihren bionomischen Formeln, ne? Machen Sie hier bionomische Formeln und dann porten Sie sich hier irgendwie hinter die Map damit, ne? Ja. So, mal schauen, wo er jetzt hinkommt. Kommen Sie mal bitte jetzt raus, Herr Lehrer. Ah, da sind Sie ja. Kommen Sie her, Herr Lehrer. Ich habe Sie gefunden. Ich sag Ihnen ehrlich, ja, okay. Herr Lehrer, Sie waren der Vorletzte, ne? Sie haben fast gewonnen. Echt? Was wäre eigentlich passiert, wenn Sie gewonnen hätten? Dann hätte ich einen Monat keine Schule mehr mit euch Drecksviechern. Ja, das tut mir leid, du musst jetzt zurück in die Klasse. Okay, jetzt fehlt nur noch Tayo, Mann. Wir müssen ihn unbedingt finden. Wo könnte er sich versteckt haben? Also in der Schule ist er, denke ich, nicht. Vielleicht ist er hier hinten irgendwo. Vielleicht hier hinten im Gebüsch oder so. Irgendwo muss er sein. Aber hier hinten ist er ja auch nicht. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen in der Schule, Mann. Warte, wir schauen mal. Ich war noch nicht auf den Toiletten. Also wenn er jetzt auf den Toiletten ist, dann wäre das echt krass. Also es gibt einmal, ich war noch gar nicht auf den Toiletten, merke ich gerade. Das ist echt heftig, Mann. Okay, ich schaue jetzt nach. Also es gibt einmal hier links die Toiletten und rechts. Tayo ist so ein ekelhafter Perversling, der versteckt sich doch safe auf den Mädchentoiletten. So, ich schaue jetzt nach, ob er hier wirklich ist. Ich mach mal auf. Rauskommen, ich habe dich gefunden. Der ist hier ja gar nicht. Ah doch, da ist er ja. Ich wusste, dass du auf der Mädchentoilette bist, Mann. Ich wusste es. Was geht ab, Axi? Was machst du da? Keine Ahnung, also ich wollte mich halt hier verstecken, so. Also. Ey, ich sag dir, ich wusste, dass du auf der Mädchentoilette bist, weil niemals gehst du auf die Jungstoilette. Ah. Jetzt komm raus, Mann. Jetzt komm raus. Ey, warte. Vergiss nicht, die Hände zu waschen, Mann. Du weißt doch. Please wash your hands before returning to work. Das ist hier Motto der Schule. Na los, wasche die Hände und dann komm zurück in die Klasse. Okay, ich sag dann schnell die Lehrer, dass ich alle gefunden habe. Die sollten auch alle eigentlich in der Klasse sein. So, ich gehe mal schnell hoch in die Klasse. Herr Lehrer, ich komme. Hast du jeden gefunden? Ich habe jeden gefunden. Kommen Sie mit in die Klasse, die kommen gleich auch alle. Das ist ja super. Kommen Sie mal mit in die Klasse. Also Sie wissen ja, ich bin der Sucher gewesen. Und für den Schüler, der gewonnen hat, was kriegt er dann? Eine 1 plus, richtig? 1 plus kriegt er. Ja, und wenn du alle gefunden hast, dann kriegst du auch eine 1 plus. Okay, ich warte mal hier, bis alle kommen, weil die sollten eigentlich alle gleich da sein. Okay, Herr Lehrer, eigentlich sollten alle kommen. Da kommt auch schon der Letzte, der Tayo. Okay. Schauen Sie, ich habe alle gefunden, Herr Lehrer. Was bedeutet alle? Das für mich? Ja, und ja. Hast du den Schweinebacke auch gefunden? Ja, den Schweinebacke habe ich auch gefunden. Der war echt schlecht als versteckt. Erstes? Nee, ich glaube als Viertes oder so, der war auf dem Dach. Das finde ich ja schade, dass er nicht für seine Schweinebacke-Army gewonnen hat. Okay. Das finde ich super, dass sie gewonnen haben. Was kriege ich jetzt? 1 plus auf dem Zeugnis! Ja, ich krieg eine 1 und ihr nicht. Haha, ja. Klasse. Hahaha. Ich krieg eine 1. Ich krieg eine 1. Haut rein, ich habe jetzt schulfrei. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Abo und ein Like da, Freunde. Es war mal ein ganz spontanes Digga. Was? Ey, ohne nichts, chill mal. Nur weil ich das jetzt gucke, muss ich mich jetzt nicht schlagen, Bro. Nein!